herzlich willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Halloween steht vor der Tür und passend gibt es von mir eine Halloween-Tortenidee. Den Schokowunderkuchen, den habe ich schon einen Tag zuvor gebacken. Das mache ich übrigens immer so, denn wenn ein Kuchen mal mehrere Stunden natürlich gut eingepackt gelegen hat, am nächsten Tag lässt er sich viel leichter und vor allem auch krümelfreier verarbeiten. Ich hatte noch etwas schwarze Lebensmittelfarbe dazu gegeben, damit der Schokokuchen einfach noch ein bisschen dunkler wird, wie nur mit Kakaopulver. Was wir jetzt machen, ist eine leckere, stabile Mascarpone-Quark-Sahnecreme mit Aprikosenkonfitüre. Die Aprikosenkonfitüre kann natürlich auch ausgetauscht oder wer es gar nicht mag, auch weggelassen werden. Wer sie austauscht, am besten eine gelbe oder Orangenkonfitüre verwenden, da wir die Creme ja auch noch orange einfärben. Dekoriert wird die Torte mit meiner momentan absoluten Lieblingsbuttercreme, mit der Swiss Meringue Buttercreme. Damit wird der Stabilisierungsring gemacht, die Torte eingestrichen und auch dekoriert. Ihr findet alle Rezepte hier unter dem Video in der Videobeschreibung. Schaut bitte in die Videobeschreibung, da könnt ihr alles nochmal nachlesen und ich verlinke euch natürlich auch alle Produkte, die ich für diese Torte verwendet habe. Und nun wünsche ich euch ganz viel Spaß weiterhin bei meinem Video. Für die Creme wird Mascarpone mit Frischkäse, Speisequark, Puderzucker, Aprikosenkonfitüre und etwas Vanilleextrakt kurzcremig verrührt. Anschließend wird kalte Schlagsahne dazugegeben, schön langsam einfließen lassen, zwischendrin noch orange Lebensmittelfarbe und ein Sahnestandmittel dazugeben und die Creme vollständig steif schlagen. Mit dieser Creme wird die Torte gefüllt. Außerdem wird eine Buttercreme benötigt. Hier könnt ihr die Buttercreme eurer Wahl verwenden, die ihr am allerliebsten mögt und natürlich auch orange einfärben. Die Torte wird auf einem Cakeboard gestapelt. Passend zu Halloween habe ich mich für ein schwarzes Cakeboard entschieden. Auf das Cakeboard spritze ich ein wenig Buttercreme, damit der erste Kuchenboden darauf kleben bleibt. Spritze nun mit der Buttercreme einen Stabilisierungsring, gebe in diesen Stabilisierungsring nun die vorbereitete Quark-Sahne-Füllung, Oreos, fülle das Ganze noch einmal mit einem Buttercreme-Ring und mit etwas Creme auf, gebe den zweiten Kuchenboden obendrauf und wiederhole das Ganze, bis alles aufgebraucht ist. Da die Torte relativ hoch ist, gebe ich zwischendrin eine extra hohe Tortenrandfolie und meinen extra hohen Backrahmen drumherum und fülle die Torte anschließend fertig und gebe sie für mindestens 2 Stunden zum Durchkühlen in den Kühlschrank. Nach der Kühlzeit wird der Backrahmen und die Tortenrandfolie vorsichtig entfernt, die Torte in 2 bis 3 Schichten mit der restlichen orangen Buttercreme eingestrichen. Nach jeder Schicht immer wieder kurz kühlen, bevor die nächste oben drüber kommt. Die letzte Schicht wird möglichst glatt gestrichen und mit orangenen Zuckerstreuseln dekoriert. Ich verwende hier einen orangen Halloween-Mix und drücke die Zuckerperlen noch an die weiche Buttercreme, gebe die Torte anschließend wieder zum Durchkühlen und Festwerden in den Kühlschrank. Musik
Nachdem die Torte nun nochmal richtig gut durchgekühlt, die Zuckerperlen fest an der orangen Buttercreme kleben, wird die Torte noch mit schwarz eingefärbter Buttercreme dekoriert. Damit die Buttercreme so schön schwarz wird, habe ich zum einen fettlösliche Lebensmittelfarbe in Schwarz verwendet und die Technik angewandt, die ich euch hier oben in der Infocard verlinke. Restliche Buttercreme gebe ich in einen Spritzbeutel mit Sterntülle und spritze Rosetten auf die Oberfläche. Auf die Rosetten kommen noch Trolli-Klotzeraugen.